Hallo liebe Weggefährten, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Schön, dass ihr mich auf diesem Kanal begleitet. Heute geht es sich um mein Weggefährtenprinzip. Als ich die Entscheidung getroffen habe, eine Hundeschule aufzumachen, war mir klar, ich möchte anders sein. Ich wollte schon immer anders sein und ich war immer rebellisch unterwegs. Und das habe ich auch genau mit an diesen Ort getragen, wo ich heute bin. Das Revier für Hunde. Mir war schnell klar, ich muss keine Hunde trainieren. Ich muss Menschen sensibilisieren. Ich muss Hunde nicht in irgendwelche Kostüme drücken, sondern ich darf Menschen dabei helfen, ihre Masken fallen zu lassen. Dass sie wieder zu sich finden und dann auch ihren Hund erreichen. Mein Weggefährtenprinzip beläuft sich darauf, dass ich den Mensch erreichen möchte. Ich wünsche mir, dass ihr zu euch nach Hause findet. Ja, wie viele Leute haben sich mittlerweile in diesen Hundeerziehungsurwald verloren? Wie viele Menschen sind mit ihren Hunden absolut verzweifelt? Ich kann euch dabei helfen, wieder zurück auf den Weg zu kommen. Ja, auf euren Weg, auf den Weg des Herzens. Hört auf, euch gefangen zu halten mit hunderttausenden Gedanken, wie ihr euren Hund erzieht. Euch wird ja noch ganz schwindelig, wenn ihr weiter versucht, euren Hund so zu manipulieren, dass er irgendwann für euch funktioniert. Eure Hunde rufen nach Klarheit, eure Hunde rufen nach Zielstrebigkeit und eure Hunde rufen nach euch. Sie wollen euch wieder haben, euch, so wie ihr wirklich seid, authentisch. Ich glaube, dass viele Hundebesitzer mittlerweile so verstört sind von der Vielfältigkeit der Hundeerziehungsratgebermethoden, dass sie sich selber verlieren. Sie machen davon ein bisschen und hier holen sie sich noch was ab und da ist noch ein Tipp. Aber schaut der Mensch auch mal nach sich? Schaut der Mensch auch wirklich mal, warum bin ich so, wie ich bin und vielleicht übertrage ich viele Emotionen und Energien auf meinen Hund? Und genau deshalb möchte ich euch sensibilisieren, um wieder zu eurer alten Kraft zurückzugewinnen, zu euren guten Energien. Damit ihr und euer Hund wieder eine harmonische Beziehung leben könnt. Euer Hund braucht euch. Euer Hund möchte nicht, dass ihr die ganze Zeit neben ihm sitzt und erstmal 5 Tage durchlest, wie ihr ihn erzieht. Euer Hund will, dass ihr für ihn berechenbar seid. Alles kommt aus dem Bauch heraus. Ihr seid zu viel mit dem Kopf unterwegs, deshalb gebt euren Herzen und eurem Bauch wieder mehr Freiheit. Der intuitive Umgang mit seinem Hund ist für mich der Weg der Wege. Wenn wir lernen, dass unser Hund uns nur folgt, wenn wir authentisch sind, dann brauchen wir nicht die ganze Zeit an dem Hund herumzumanipulieren. Euren Hund in irgendein Kostüm zu drücken, wo der Hund dann irgendwann nicht mehr mit klarkommt und Verhaltensweisen zeigt, die euch nicht gefallen, ja, dann ändert in erster Linie eure Einstellung zu euch selbst. Wenn ich an meine Fälle zurückdenke und immer wieder betrachten darf, wie schwierig es manche Hunde an der Seite des Menschen haben, ja, dann kann ich euch nur sagen, ich mache euch die Hoffnung, weil es gibt so viele verzweifelte Hundehalter, die mit ihren Problemhunden zu mir kommen und ich spüre relativ schnell, hey, der Mensch selber hat ein massives Problem. Wenn er versucht, über Härte, Gewalt, über Strenge, über die Verzweiflung heraus seinen Hund zu erziehen und wenn dieser Hund dann mit mir gemeinsam zu anderen Hunden kommt, wenn ich dann den Menschen noch mitnehme und diese dann glücklich und zufrieden bei mir im Revier für Hunde die neue Entfaltung finden, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. So viele Menschen sind zu mir gekommen, die mit ihren Hunden Probleme hatten. Ja, sie waren verzweifelt, sie wussten nicht mehr weiter. Sie haben mir gesagt, dass sie so viele Hundetrainer durchprobiert hätten. Ja, dann ist doch eins klar. Folgt mir auf meinem Weg in mein Weggefährtenprinzip, denn es geht sich hier bei mir um euch. Es geht sich nicht
um euren Hund. In erster Linie seid ihr diejenigen, die sich verändern müssen. Wie viele Menschen waren hier, die nicht mehr konnten? Und wie viele Hunde waren am anderen Ende der Leine und haben gerufen, ich komme mit meinem Menschen einfach nicht mehr zurecht, ich bin fertig. Wir haben so viel trainiert, wir haben so viel ausprobiert, aber wir kommen keinen Zentimeter weiter. Also, lieber Andreas, schenk uns einen Moment der Aufmerksamkeit. Und wenn ich diese Menschen mit zu mir in mein Revier für Hunde nehme, mit auf mein Weggefährtenprinzip nehme, wisst ihr, was dann passiert? Sobald sie spüren, dass es sich nicht um den Hund geht, sondern in erster Linie um sie selbst, öffnen sie sich. Ich habe Menschen erlebt, die mit mir gemeinsam auf der Wiese gesessen haben und haben geweint. Endlich konnten sie einmal loslassen. Wir haben zusammen gelacht, wir haben uns zusammen Ziele gesetzt und mein Team und ich sind immer wieder damit beschäftigt, tausenden Menschen mit unserem Prinzip zu helfen. Ich kann mich an so viele Beispiele erinnern, aber ich will euch einige herauspicken. Zum Beispiel ist irgendwann ein Mischlingshund zu uns gekommen, der so verhaltensgestört war, dass er überhaupt keinen Kontakt mehr zu Artgenossen wollte. Warum? Der Mensch hatte seine Angst und seine Verhaltensstörung andauernd unterstützt. Unzählige gestresste Spaziergänge und das Meideverhalten von Mensch und Hund haben sie dazu gebracht, dass sie irgendwann gar keine Kontakte mehr zu Hunden hatten. Als die beiden dann hier auftauchten, war ich froh, in erster Linie für den Hund, dass er endlich wieder Kontakt zu Hunden herstellen konnte. Und wie sehr hat es mich gefreut, als ich dann die Hundebesitzerin beobachten konnte, als sie bei mir im Revier für Hunde saß und ihren Hund beobachten konnte, wie er mit ganz vielen Hunden in Kontakt war. Nach 5 Jahren der Isolation, nach 5 Jahren des verzweifelten Trainierens, waren sie nun endlich angekommen. Ja, bei sich selbst. Das nächste Beispiel ist von einem Hund, der wirklich ein Aggressionspotenzial bei sich trug, wenn er in der Nähe seines Menschen war. Ich habe die beiden auf der Straße beobachtet, wenn sie in die Begegnung mit Artgenossen gingen und der Hund flippte komplett aus. Da war in erster Linie nichts mehr zu machen, weil der Hund war nicht zu erreichen. Er hatte über Jahre gelernt, dieses Verhalten ist in Ordnung, weil mein Hundebesitzer kann nichts mehr dagegen tun. Als sich nachher herausstellte, in vielen Gesprächen und in der intensiven Reise zwischen mir und der Hundehalterin, war klar, das Problem ist nicht der Hund. Die Person hatte massive Beziehungsprobleme gehabt und hatte sich nicht getraut, sich zu trennen. Nach einer gewissen Zeit war der Druck so enorm, dass er sich auf den Hund übertragen hat. Zudem war sie auf ihrer Arbeitsstelle unglücklich und sie wollte eigentlich schon die ganze Zeit körperlich etwas für sich tun. Sie wollte gesünder leben. Aber sie war in einem Stresskreislauf gefangen und der Hund war letztendlich derjenige, der diesen Stress nach draußen ausgetragen hat. Als wir dann nach mehreren Coachingstunden gespürt haben, dass wenn sie schon kleine Veränderungen in ihren Alltag einbaut, sich das auf den Hund auswirkt, war ihr klar, ich werde meinen Lebensstil verändern. In solchen Momenten bin ich immer sehr glücklich, dass ich den Weg gegangen bin, in erster Linie mit den Menschen zusammenzuarbeiten und dann mit den Hunden. Denn wenn der Mensch in den kleinen Veränderungen die große Veränderung im Hund sieht, dann ist er bereit, auch bei sich größere Veränderungen durchzuführen. Und genau das ist das Ziel. Das ist der Weg. Also wir verändern uns, der Hund geht mit und dann sind wir gemeinsam in einer harmonischen Beziehung.